Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. So, dann Fluss geht's los. Wir fangen direkt mit dem langweiligen Teil an, und zwar mit den Roboterkämpfen. Was läuft der weg? Schon einmal. Schon wieder gegen einen Angriff daneben. Mann. Ich
Lauf nicht weg. Mensch. Da greif an. So, dann müssen wir den hier machen. Ah, je. Und weg. Finde mittlerweile, der zweite ist einfacher teilweise wie der erste. Natürlich dauert der Kampf etwas länger, aber ich sehe eher das Resultat, dass ich ihn schneller down bekomme, als jetzt bei dem ersten.
Und weg mit dir. Nein. Mann, hör auf dich zu bewegen. Und weg. Unterstützung. Thank you.
los. So, dann haben wir nämlich auch hier die Sache erledigt. Sehr schön. Können wir eigentlich hier mal verschwinden? Wir können zurück zu den Rennen, weil ich glaube, wir müssen später noch Rennen machen. So, wir machen weiter mit den Kämpfen. Wir haben den hier zweimal, das heißt, wir brauchen noch den 10. Engel und noch 6-mal Unterstützung. Überholt.
So, dann gehen wir jetzt in die Unterstützungskämpfe. Das ging ja schnell. So, dann haben wir jetzt mal die Hälfte hinter uns.
So, dann noch zweimal. Wieder upgraden hier. Ja, sicher, eine Kacke von 192.000. Ist einfach mal viermal so stark wie jetzt ist. Der ist MVP. Der hat nicht mal anerrennt meinen Schaden. So, dann müssen wir es nur noch einmal machen. Wenn ich mich recht erinnere, müsste das die Brille sein von Chinches Vater. So, dann haben wir dies erledigt für heute. Quatsch.
Sammeljagd machen wir heute auch fertig. So, machen wir das Wesentliche noch. Wir haben noch dreimal Mias Küche. Dann haben wir die Teeküche noch. Nee, ist ja dumm. So, dann müssen wir wohin? Dahin. So, dies hätten wir erledigt. Gott sei Dank. Also wenn ich bedenke, die täglichen bei Genshin Impact gingen nie so schnell. Also es gab Tage, da gab es richtig einfache und andere richtig ab. Die haben richtig abgefuckt. Nee, hat er jetzt geklärt hier. Oh nein. Oh, sie.
Damit hatten wir dann die täglichen für heute auch erledigt. Ah nein, mir fehlt noch eine. Das ist die da. Ja, hat jemand schon den Bus geklärt. Mensch. Nicht schlimm. Ich gönn mir das einfach jetzt. Nehme ich hier die begrenzten. Da muss ich aber jetzt mal schauen. Das ist 520 geteilt durch 980. Das heißt, ich kann die 6 mal nehmen. Würde mir mehr bringen. Thank you.
Vermieter. Stufe 84. Die tägliche hätten wir dann auch. So. Weil jetzt habe ich eigentlich 63. Ich kann mir einmal 10, das wäre 3. 73, ich müsste noch 7 Kugeln. Warte. Wenn ich die hier. Zum Beispiel Umwandel. So. Genau, dann fehlt mir nur noch für sie noch 6 Stück. 6 Stück, das wäre 150 mal 6, wäre noch 4500, müsste ich sammeln. Ja, stimmt, hier kriege ich auch eine dazu. Morgen kriege ich nochmal 3. Interessiert mich eher weniger. Ich hoffe, ich kriege eine gute Show. Gib mir bitte 30. Nee. Kriege ich hier vielleicht 30? Nee. Auch nicht. Gut. Was habe ich im Rucksack? Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Denen fehlen mir viele. Hier bin ich auf 0. Hier habe ich wieder komplett. Leveln.
So, ich bekam neue Matrize vom Chiro. Ah, scheiße, ich bekam eine doppelte. Schade. Gut, ist jetzt nicht dramatisch. Natürlich, das Stacken geht besser. So, nächster Punkt. Das kriege ich morgen fertig. Höhlenkorallen kann ich wieder dahin spawnen. So, muss ich schauen. Quatsch. Wir hier. Nee. Ich heute dumm. Was denn Oberfläche? In diesem Bereich sein. Das wird noch ein Spaß, ihn nach auf 100% zu setzen. Sind das diese Höhlenkorallen? Ah, das sind diese gelben.
So. Ich denke, ich müsste es. Was habe ich jetzt hier frei? Forschung. Was habe ich dann jetzt bei Forschung? Normalerweise leuchtet das immer, wenn ich was bei Forschung habe. Tiefsee, okay. Noch was? Nö, nee, glaube ich nicht. Doch hier. Sehr schön. Müsste ich jetzt hier fertig haben? Gut. Ah, hier habe ich auch fertig. Versuchen für unser Glück.
Was? Chill mal. Dem kriegst auch ein paar aufs Maul. Ich bin nicht.
Na, Mist. Auch wenn ich jetzt weniger kriege, aber wenigstens kriege ich die Gegner platt. Thank you.
So, dann gleich nochmal. Quatsch, eigentlich, wenn ich es jetzt schnell machen möchte. Ich wasche einfach durch. Das war zweimal. Einmal. Müssen wir es noch zweimal machen?
So, vielleicht haben wir auch was zu leveln. Oha, das Board. Und der Cube. So, noch was. Okay, das habe ich sowieso noch nie genutzt. Ich eigentlich noch nicht, was noch nicht gut ist. Der Helm, glaube ich. Der macht physischen. Ja, gut. Physisch Angriff, also Angriff und physisch Dings. Und Flammenwiderstand und Voltangriff. Also Voltangriff bräuchte ich nicht. So, eigentlich machen wir benutzen auf Helm. Schauen wir mal, was haben wir denn? Frostwiderstand, alles auf Widerstand. Ich möchte keinen Tank bauen. Der ist für den Müll. Zweimal, danach können wir die Kisten öffnen. Ey, ich will nichts kaufen. Und auf geht's.
muss es noch einmal machen. Wieso drücke ich auf kaufen? Da. Später haben wir dann. Ah, es ist erst 11 Uhr. Ich dachte schon, wäre schon nach 12. Und weiter geht's. Einmal säubern. Du verpiss dich. Da kommt mein Kleiner. So, das hätten wir. Abgeschlossen. Ich muss zweimal Grenzkampf machen. Ich hoffe, meine Stärke genügt. Yeah.
So. Was war das jetzt gerade? Das war Grenzkampf, glaube ich. So, machen wir schnell noch einen und dann gehe ich eine rauchen. Auf geht's. Pen muss ich auch noch mal aufleveln. Ich glaube, der hängt noch bei 80.
17 Millionen Schaden. Sehr schön. So, dann hätten wir dies auch erledigt. Dann gehen wir jetzt eine rauchen und dann machen wir 5x Apex.
So, dann machen wir weiter. Ich spiel keine Hits Apex League. Können wir die Scheiße noch sammeln? Das ist so dämlich gemacht, dass das, was ich angebe, nicht bleibt. Thank you.
müsste ich jetzt gesammelt haben. Yes. So. Sehr schön, kriege ich nochmal 30. ですとこれはいいわ。礼はいいわ。 Sehr schön. So, dritte Schlüssel.
Das ging schnell. Yeah!
Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich jetzt? Ui, 127, sehr schön. いいわ。礼はいいわ。 礼はいいわ。
Gucken wir mal, hier haben wir auch fertig. Das haben wir fertig. Ah, ich muss noch ein paar Kisten öffnen. これはいいわ。 Doch, der fliegt mich dahin, wo ich muss. Wenn ich da in der Suche bin, werde ich dann hier noch weiter die Map entdecken.
So ganz im Ernst, ich würde nie im Leben diese Strecke im Real Life zu Fuß laufen. Das ist ja eine übelst lange Strecke. So. Jetzt mal 100. では
Appelschütterortzisch. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir was ziehen. Wollt mir nix, das war wohl nix. Sechs und noch zweimal. Letzter Versuch. Also. Ziehen wir King. Neuer Charakter. Sehr schön. Was ist der eigentliche Charakter? Elektro, glaube ich. Oder? Ja, er ist Elektro. Voltresonanz erhöht den Voltangriff um 15% und den Voltwiderstand um 15%. Wird durch Ausrüstung von 2 oder mehr Voltwaffen aktiviert. Der Set-Effekt funktioniert auch im Nebenhandslot. Kann nicht mit Effekten derselben Typs gestapelt werden. Stern 1 erhalte ein Stapel Superleiter pro Ladung. Okay. Interessant. Gut, jetzt ist die Sache. Ich habe genug.
brauche mehr Verteidigung, das ist die Sache. Ich werde die noch mal stärken. So, weil kann ich die noch mal verbessern. Hab ich jetzt hier auf 3 Sterne. Gut, ich könnte jetzt ziehen. Ich hab genug. Dann ziehe ich jetzt auch für die. Warte, im Shop kaufe ich mir noch eine. So, dann hoffe ich, dass ich sie ziehe. Ich bräuchte sie zweimal. Hoffen, 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 hoffen. Erster Versuch war nix. Zweiter Versuch war auch nix. Dritter Versuch war auch nichts. Vierter Versuch war nichts. Kommen noch 4 Versuche. Fünfter Versuch war auch nichts. Come on, come on, come on, come on. Zweitletzter Versuch.
kann doch nicht sein, dass ich so viel Pech habe beim Ziehen. Oha. Das ist es jetzt. Come on. Ich guck nicht hin. Sie noch mal gezogen. Das heißt, ich kann mir sie dann noch mal über den Shop ziehen. Und ich kann mir noch mal ihre Matriz geil. Also von 9,21. Jo, erhöht des gewährten physischen Schadensbonus während des Artefakts aktiv ist auf 36 und den Flammenschadenbonus auf 24. Wuhu. Sie absolut voll ausgebaut. Die Matrize, die ich von ihr bekam, ist welche? Hä? Ich hab doch eine Matrize von ihr gezogen. Was für eine Matriz habe ich dann gezogen, da? Ah, die ist im Rucksack. Die Sache ist jetzt die, ich könnte jetzt darauf arbeiten, nochmal. Ah doch, ich kann sie erziehen, weil es macht ja keinen Unterschied. Ah, ich warte noch. Was kann überhaupt ihre Matrize? Das habe ich noch gar nicht geschaut. Den physischen und Flammenangriff um 20%. Die Verwendung von Ausweichangriff kann zusätzlich einen Stapel Rache verbrauchen und ist nicht durch das
Auslöschen Intervall begrenzt. Das Set-Effekt funktioniert auch im Nebenhandslot und nur das Set mit der höchsten Stellung trifft in Kraft. Erhöht alle Elementarschaden um 22 bis 28 nach dem Ausrüsten von Lanze des Longinus. Erhöht sich der Endschaden um 9%, während der Multiplikator von Rache auf 27 erhöht wird. Wenn Standhaftigkeit Resonanz aktiv ist, wird die von Angriff erzeugte Aggro um 150-220-300% erhöht. Der Set funktioniert auch im Nebenhandslot und nur das Set mit der... Okay, der Viererteil ist richtig heftig. Der Zweierteil ist schon richtig gut, weil der gibt mir einfach mal 20% mehr. Das ist krank. Gut, dann weiß ich. Kann ich die... Ja, die Waffe kann ich momentan nicht leveln. Wie stark bin ich jetzt? Oha, meine Stärke wurde zwar auch erhöht. So, nächster Schritt wäre dann hier... die Straße weiter zu gehen und versuchen auf
So, nächste Reise geht's dann. Zu dem Punkt. Oh nein, das ist wieder so ein Schneegebiet. Kann man das Ding hochklettern? Gute Frage. Thank you.
Mensch, ich hab die Spitze noch immer noch nicht erreicht. Sehr schön. Sonst geht's noch.
gewünschten Teilen. Die Teile haben ja übelst Leben. Geht die Reise hier dann weiter nach da. Die Waffenaufwertung zählt auch noch hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch gespart. Hätte ich mir versucht, noch Sieg ins Team zu holen. Aber gut, ich habe noch wie viel Zeit? Der Banner bleibt noch befristet. 23 Tage ausgeschaltet. 23 Tage quasi. Um noch einmal 80 zusammen, also. Feldenergiesammelgerät, die überall im Sumpfstadt verteilt sind. Sie absorbieren automatisch Feldenergie aus der Umgebung. Drücke auf das Sammelgerät, um die gespeicherte Feldenergie zu gewinnen.
Ah, das Ziel verliert mit der Zeit. Das nervt mich. Ein von einem außerirdischen Zivilisation hinterlassener Gerät, das Talismansteine mit Hilfe von Agrastadt Hellkristallen aufladen kann. Es wurde aufgrund eines Energiemangels versiegelt, kann aber jetzt endlich wieder aktiviert werden. Seien Sie jedoch vorsichtig, dabei brechen der Siegel einige gefrorene Kreaturen freigesetzt werden. Okay. Was ist das Ding jetzt? Mensch, was du es gehört.
Die Feldenergie wird von Energieflussmodulatoren bereitgestellt, die über Aquastadt verteilt sind. Wenn Sie sich einem dieser Geräte nähern, öffnen sich die Energiegates auf dem Gerät automatisch. Sie können dann Gebietsenergie erhalten, indem Sie die Energiewerte in zwei beliebigen Energiegates gleichstellen. Okay. Noch eine Schutztruhe. So, das heißt, wir haben dieses Gebiet auch entdeckt. Da können wir dann weiter zum nächsten Gebiet. Ich denke, heute schalten wir noch die Map fertig frei. So unwahrscheinlich ist das mal gar nicht. Okay, wenn wir hier die Straße weiter runterlaufen, kommen wir genau da an. Und nochmal eine Kiste, das freut mich. So, das hätten wir auch aktiviert, dann können wir hier weitergehen und ich glaube, das ist, kann es sein, dass das die letzte Gegend ist, die mir noch fehlt auf der Map?
Ja, das scheint mir so. Wunderbar. Dann machen wir das noch und dann gehen wir mal eine rauchen. Versuchen wir mal dahin zu fliegen. Gehen wir mal runter.
Und noch eine Kiste. So. War richtig viel Arbeit, das Ding komplett aufzudecken. Aber zumindest ist es jetzt gemacht. Was gut ist. Ich denke, jetzt nächste. Nächster Schritt wäre eigentlich die Story fertig zu spielen. Mal schauen, habe ich das. Natürlich habe ich das mit den Kisten noch immer noch nicht. Wirklich. Gut, das kriege ich morgen fertig. Das Fleisch morgen. Das keine Ahnung. Hier. Ich weiß nicht, wieso ich das nicht freigeschaltet bekomme. Spinnen wir mal. So, fehlt mir nur noch Eva 02.
Ich weiß gar nicht, ob ich das Geschlecht nochmal ändern kann. Okay, die Frisuren sind cool.
So, dann, ich glaube, für heute reicht es auch. Ich werde jetzt nicht mehr Extras machen. Also, dann werden wir uns dann heute vielleicht hören, aber vielleicht eher im frühen Nachmittag, weil morgen wird etwas gefeiert. Wird Geburtstag gefeiert. Also, ich wünsche euch eine schöne Nacht und wir hören uns, wenn nicht morgen. Dann übermorgen.